Wir wollen ja nicht wieder päpstlicher sein als der Papst. Ihr wisst alle, wir können das. Ich kann das gut, aber heute mal nicht. Hallo und herzlich willkommen, Assemble, liebe Leute. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Planet Coaster. Und ja, wir sind an exakt der gleichen Stelle, wie wir vorher waren. Ja, ich sage es in letzter Zeit einfach sehr häufig. Denn ich spiele aktuell sehr, sehr viel... Ja, sehr, sehr viel hintereinander. Und was jetzt die letzten Wochen nicht immer so üblich war, ich habe dann immer mal noch ein paar Sachen später zusammengeschnitten und alle paar Tage immer mal was gemacht, kurz. In dem Fall ist es aber nicht so. Deswegen freue ich mich, dass ich im Moment so ein bisschen Elan habe und da wollte ich natürlich ansetzen und weitermachen. Ich habe heute ein paar Kleinigkeiten vor, die ich mit euch gemeinsam einmal durchgehen wollte. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst doch lieben gerne ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann fangen wir jetzt einfach direkt mal an. Ich zeige euch mal ganz kurz. Ich habe hier so ein, zwei Bäumchen noch dran gesetzt und... Oh, das gibt mir so... Das muss ich mal erzählen, ne? Beim Schneiden, ja, von diesen Folgen, muss ich immer, wenn die Achterbahn kommt, die Tonspur von diesem blöden Spiel runterziehen. Sonst ist es einfach zu laut. Es ist unerträglich. Ich sitze da immer und schneide mir einen Wolf, nur wegen dieser blöden Achterbahn. Aber auf Pause machen möchte ich auch nicht. Ist irgendwie auch blöd. Hier habe ich... Das Ding habe ich so ein bisschen in die Pflanzen reingesetzt. Was man hier sonst noch so macht, das können wir ja noch schauen. Kommt bestimmt irgendwo noch eine spontane Idee. Hier habe ich mal so eine einzelne Palme hingesetzt. Da würde ich dann auch noch mal ein, zwei von den Pflanzen draufhauen. Und was ich vorhatte, war, dass ich gerne... Ich mache jetzt direkt mal wieder leiser. Die kommen doch hier gleich wieder durchgeschossen, oder? Ja, auf jeden Fall wollte ich... Was? Hä? Warum? Wollte ich ganz gerne einmal gleich auf dunkel schalten. Und dann die Achterbahn ein wenig... Ach, weißt du was, so kann man das doch schon lassen, oder? Man muss auch nicht komplett übertreiben. Was ich prinzipiell, wenn man sich das hier ansieht, so eigentlich immer mache. Ich wollte einmal kurz gucken, an welche Streckenposten ich denn Fackeln bauen kann. Dann können wir eigentlich die ganze Strecke mal abgehen mit ein paar Fackeln. Also hier ist soweit alles schön, das hatten wir ja schon. Hier diese kleine Ecke, da haben wir die Schlangengrube abgefackelt, ja. Und hier unten an dem See würde ich auch gerne noch mal kurz ein paar Fackeln hinbauen. Ja, und genauso vielleicht an dieser Stelle, damit es hier noch mal schön aussieht, wenn das Wasser hochgeschossen wird, kurz vor Feierabend hier hinten. Und dann zum Abschluss wäre natürlich hier ganz am Ende auch noch mal sowas schön... Ja, was dann hier irgendwie so knallt, wenn man hier durchgefahren kommt. Das wäre natürlich auch noch mal ganz witzig, oder? So stelle ich mir das jetzt vor. Vielleicht wäre das ein gutes Unterfangen, das wir uns heute mal, dem wir uns heute annehmen können. Allerdings eine Sache hier ist so ein kleines leeres Feld. Ja, da würde ich jetzt gerne einmal kurz was reinsetzen. Und ansonsten fehlt hier eigentlich fast nur noch so das Außen-Dings. Ja, das sind so Sachen, also das ist nun wirklich komplett uninteressant. Das werde ich dann tatsächlich zu Ende bringen, wenn ich Zeit zwischen den Folgen habe. Und wie ihr vielleicht am Zähler seht, ich habe ein bisschen was gelöscht noch auf dem anderen Teil des Parks. Was geht hier leider nicht hin? Das dachte ich mir schon. Okay, dann machen wir was anderes. Schlicht und ergreifend. Wo sind wir denn jetzt? Warte mal. Ups, ja, so ist blöd. Geht das hier hin? Nee, ne? Hier geht's hin. Hier geht's immer noch. So. Ja, jetzt habe ich mich wieder selbst verloren. Sieht das doof aus da drin? Nee, oder? Ja, wobei, vielleicht noch ein Stück tiefer, dann geht's. Jetzt habe ich mir selbst wieder verloren in dem, was ich sagen wollte. Ach ja, ich habe ein paar Kleinigkeiten noch gelöscht von Sachen, die wir in dem Abenteuerpark hier auf jeden Fall nicht brauchen werden. Deswegen keine Sorgen. Ja, der Parkteil ist noch unberührt. Der ist genauso wie vorher. Hab noch ein, zwei Sachen weggepackt. Egal. Ja, hier mache ich dann alles schön, wenn es soweit ist. Also das mache ich dann, bevor wir uns hier dem nächsten Teil widmen. Versuche ich zumindest. Wir wollen ja am Ende des Tages dann eh nochmal gemeinsam hier rumgehen. Hier der Teich, der wird auch immer voller, das ist schön. Und ja, ansonsten hier diese Höhlenteile. So viel extra würde ich da jetzt nicht draufsetzen, ehrlich gesagt. Also von wegen nochmal 100 Fackeln oder so drüber braten, das bringt ja auch irgendwie alles nichts. Dann lieber so. Ja, dass wir gucken, dass wir das außenrum schön machen. Mit ordentlichem Gebüsch. Ja, wir haben ja seit kurzem, habe ich ja diesen tollen Trick... dass ich diesen Bambusdickicht eben auch als Buschwerk nutzen kann, was gut ist. Wir haben auch nochmal einen etwas leereren Streifen, aber jetzt würde ich sagen,
machen wir erstmal dunkel und gehen einfach mal die komplette Strecke ab und gucken, wo wir ein wenig Licht machen können. So, das geht dann wie folgt. Machen wir mal hier, Sekunde mal eben. Schön dunkel. Stockdunkel quasi. Und dann fahren wir jetzt mal das ganze Ding hier ab. Wo geht's denn los? Hier geht's los. Hier wird man erstmal in die Wolken hochgezogen. Und dann geht's hier runter. Hier ist auch noch so ein bisschen Lücke. Ist jetzt gerade noch egal. Am Ende gehen wir das ganze Ding nochmal kurz ab und gucken uns das natürlich alles nochmal an. Aber hier ist schon mal so von der Szenerie ganz schön. Dann hat man hier wieder ja so diesen Aufstieg. Hier geht's auch nicht deutlich weiter runter. Und dann geht's zum ersten Mal hier runter. Und hier ist dann beleuchtet. Natürlich. Dann vielleicht so als... Nö, das würde ich dann auch so lassen, ne? Auch nicht hier noch raus. Dann hat man hier so ein bisschen was, wenn man hier gerade in den Tunnel reinfährt. Und hier kommt dann jetzt der nächste Tunnel. Ich erkenne halt auch überhaupt nicht, wo ich gerade bin. Ich lasse jetzt in der Zeit mal auf Pause. Nehmt's mir nicht übel. Ich habe einfach keinen Bock, das hier gleich alles wieder rauszupfeffern. Ja, rauszuschneiden. Das macht einen wahnsinnig. Wenn man ständig Schisse haben muss, dass die Achterbahn gerade wieder angerast kommt. Also. Hier kommt direkt mal einer hin. So, schon mal toll. Super platziert. Ja, so stelle ich mir das vor. Alles klar. Dann kommt hier eine hin. Aber die machen wir direkt ein bisschen krumm, oder? Das ist ja so der Inbegriff von schönen Minen und so weiter. Ne, dass alles nicht unbedingt gerade ist. Sondern auch mal so ein bisschen abseits der Norm. Wo kommen wir denn? Wie geht das denn jetzt hier? Achso, ja, guck mal. Das hier ein bisschen höher und auf der anderen Seite natürlich auch. Ja, so drehen bringt schon mal wirklich viel. Da bin ich nicht sehr begeistert. So dann halt. Und fast zu unförmig. Da wird es ja in meinem inneren Monk schon wieder. Da werde ich schon wieder. Wird schon wieder kritisch hier. So. Das hier drehen wir dann. Ja, so irgendwie, keine Ahnung. Hier so rein. Das ist cool. Und auch wieder gegenüber irgendwo. Ja, weißt du was, jetzt mal hier ist die Seite, ey. Das ist mir zu blöd. Hier kommt dann eine hin. Machen wir hier erst wieder. Geht ein bisschen tiefer. Und dann nochmal ein bisschen tiefer an der Stelle. Ja, hier so hin. Oder kommt man damit so klar im Allgemeinen? Ich denke schon. Und dann machen wir das gleich jetzt noch auf der anderen Seite. Wenn man denn mal kompetent genug ist, das hier alles geschissen zu kriegen. Und wir wissen alle, ja, das bin ich nicht. So. Guck mal. Das schwenken wir jetzt ein Stück hier rüber. Schön in die Gleise rein. Um den Leuten schön die Haare anzusenken. Anzusengen. Ach, ihr wisst schon, anzufackeln. So halt. So. Die steht noch ein bisschen über hier. Was ich auch nicht schlimm finde. Und dann hier unten nochmal eine, ne? Hatten wir jetzt gesagt. Also nochmal, es muss auch nicht alles parallel sein. Das ist auch wurscht. Ein paar Fledermäuse kann man auch überlegen. Und natürlich auch, ob man hier oben noch diese Geschichte hinbekommt mit dem... Na, sag mal schnell. Ne? Wisst ihr? Mit den Lianen. Hier ist aber auch noch am Boden. Deswegen würde ich hier auch gerne noch zwei, drei vereinzelt hinsetzen. Und das alles, was hier so aus Boden besteht, schön mit Fackeln ausgestattet ist. Zumindest da, wo die Achterbahn gerade lang fährt. So. Auch hier nochmal. Machen wir gleich. Der ist nämlich etwas höher. Ne, machen wir jetzt. Auch hier nochmal. Und hier geht schon wieder hoch, aber setzen wir trotzdem noch eine hin. Wir können auch an einer Stelle nochmal so ein... Vielleicht kann man das auch hier machen. Wo es mir gerade einfällt. So ein Wumms-Effekt. So ein... Ui. Ja, so ein Feuer oder so vielleicht. Ich würde ganz gerne, weil das jetzt gerade so... Weil wir jetzt gerade hier so dabei sind, würde ich nochmal eben gucken, ob wir irgendwas haben, das sich in dieser Richtung anbietet. Dafür muss ich allerdings leider
Gottes die Achterbahn wieder anmachen, sonst sieht man die Effekte nicht. Weil die spielen nur ab, wenn man. Ja. Wenn man an hat hier. So, Felsschlag gibt's eben auch. Ich mach mal einen jetzt hier. Wie, das war's? Dann können wir den auch. Dann können wir das ja vielleicht auch. Es gibt auch noch Fallen, aber die passen hier nicht. Das hatten wir letztens schon. Nö, wisst ihr was? Dann machen wir hier richtig Hardcore. Machen wir hier wieder Pause, bevor ich hier wieder die Achterbahn lösche. Ich nehme die Fackeln nochmal. Ich nehme das. Ich nehme es nochmal zurück, alles, ja. So. Und jetzt mache ich Folgendes. Und zwar, jetzt bauen wir hier so ein richtig geiles Feuer hin. Und zwar eins, das der Reihe nach getriggert wird, wenn man hier hochfährt. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Flammenwerferstoß. Ja, muss ich halt doch wieder anmachen. Ja, so ein vielleicht, oder? Der hier direkt mal zeigt, was abgeht. Ist jetzt so, jetzt in dem Sinne nicht so heftig abenteuerlich. War ja schon cool, ne? Und dann stelle ich mir das aber auf besondere Art und Weise vor. Und zwar. So, auf einer Ebene auch. Beziehungsweise auf einer Linie. Ja, so. Guck mal. Und es geht wieder los. Verdammte Axt. So, hier haben wir den. Nee, warte mal, wo ist denn der? Hier ist der. Hoffe, die Achterbahn hält das aus. Ich gehe davon aus. So, machen wir schön nah dran. Ja, damit die Leute auch ordentlich was davon haben. So, die Höhe kommt fast hin. Noch ein Stück nach hinten. Hier so. Und dann würde ich es gern so triggern. Beziehungsweise auslösen, ja. Für die Deutschen unter uns. Für die nur deutschsprachigen Menschen. Nein, würde ich es gerne so auslösen, dass die der Reihe nach ausgelöst werden halt. Nicht jetzt so random. Das ist auch. Sieht zwar cool aus, aber so soll es nicht gemeint sein. Jetzt würde ich ganz gerne. Passt auf. Und ich hoffe, das funktioniert. Ich mache jetzt aber dafür tatsächlich nochmal in Pause. So, wir haben jetzt hier die Auslösersequenzen. Und hier würde ich jetzt gerne. So, das kann weg. Auslöser hinzufügen. Jetzt muss ich die ganze Strecke abfahren, ne? Eieiei. Ist das. Moment mal, wo ist das denn überhaupt? Ich glaube sogar in die andere Richtung geht schneller. Sieht irgendwie ganz witzig aus, ne? Hui! Man kann es mit Sicherheit auch manuell setzen, aber jetzt. Jetzt ist mir auch zu doof. Jetzt möchte ich es so machen. Schön, ne? So, ist es hier? Ja, hier ist es. Die erste Auslösersequenz soll. Also, wartet mal. Der erste. Moment mal, wir sind gar nicht richtig, oder? Hier kommt's. Ach, guck. Der erste kommt hier. Das heißt, der soll angehen, wenn man hier so lang fährt. Schienenauslöser. Das ist dieser hier. Mit Gruppe verbinden. Und jetzt markieren wir nur den hier und den hier. Auswahl bestätigen. Und ja, ich glaube, das war's schon, oder? Jetzt Auslöser hinzufügen. Ist das jetzt, warum ist das denn, ja. Warum ist das denn jetzt an dieser Stelle anstatt an der anderen? Kann man den auch duplizieren vielleicht? Mal ganz kurz doof gefragt. Welcher ist denn das jetzt hier? Der hier. Kann man den auch.
Verschieben. Hier, kopieren, das geht doch auch, verdammt. Jetzt landen wir wahrscheinlich trotzdem wieder woanders, aber komm. Kopieren. Und verschieben. Mann, warum macht er das? Ja, dann brauchen wir den auch nicht. Dann kann ich es auch ganz von vorne machen. Ach, ist das wieder ein Hin und Her hier. Ja, der kann gelöscht werden. Dann machen wir einfach hinzufügen und das gleiche Spielchen wieder. Das ist wahrscheinlich, weil der markiert ist oder so. Ach, keine Ahnung, ist doch auch wurscht. War hier in die völlig falsche Richtung, kann das sein? Ja, ich spule mal ein wenig vor. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt sind wir da, passt auf. Nummer 1 ist hier. Warum ich jetzt hier, warum das Nummer 1 ist, ich verstehe es halt nicht, egal. Der wird hier getriggert, dann wird der... Das wird wahrscheinlich zu früh sein, oder? Egal, man kann die auch noch verschieben. Das ist jetzt 3. Und 3 koppeln wir mit folgenden Dingen. Einmal hiermit. Und einmal hiermit. Das war's. Und jetzt probiere ich nochmal 3 zu kopieren. Mal sehen, wo wir jetzt wieder landen. Ist der wieder hier? Ich gehe komplett kaputt, ey. Das gibt's ja gar nicht. Na, egal. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Sonst muss man halt nochmal ein bisschen hin und her schieben. Aber das sorgt ja natürlich nochmal für ein bisschen Action, ne? Auf einer Achterbahn. Wenn da so Flammen hochschießen, während man gerade durchfährt. Also ich denke mal, ihr werdet ungefähr wissen, wie mein Plan davon aussieht. So, der Abstand so, keine Ahnung, kann ich von hier aus jetzt wirklich nicht gut erkennen. Kommt aber hin. 1, 2 und 4, ja, was für ein Schwachsinn. Naja, gut. Auslösersequenz, jetzt bin ich irgendwie rausgekommen, keine Ahnung. Ist jetzt 3, ne? Ja, keine Ahnung, irgendwie verändert er dann auch den Namen und hast du nicht... ist auch wurscht. Nichtsdestotrotz, ich habe den jetzt kopiert. Der soll aber nicht, Der soll aber nicht... Ja, ich sehe schon. Der soll aber nicht, in dem Sinne kopiert werden, sondern... Hier, ich wollte nämlich diese zwei Dinger verbinden. Einmal den hier. Und einmal den hier. Fertig. Done. Jetzt weiß ich aber nicht, wie es aussieht. Ja, da jetzt hier eh alle 5 Sekunden immer so ein Wagen vorbeigeplastert kommt, müssen wir einfach mal gucken, was jetzt passiert. Ich bin sehr gespannt. Da kommen sie auch schon, oder? Nee, das sind leider... Ja, die sind schon vorbei. Die anderen fahren hier gerade hoch. Müssen wir jetzt ausnahmsweise mal kurz warten, ja? Dass die Achterbahn vorbeikommt. Haben wir ja auch nicht so oft. Sonst denke ich mir, um Gottes Willen, haut bitte ab, ey. Gebt Gas, Leute. Ich fahre jetzt bewusst noch nicht damit. Weil das Erlebnis möchte ich mir natürlich bis zum Ende aufbewahren. Weil man ist hier so ungefähr eine Millisekunde an dieser Stelle. Aber naja. So, jetzt gucke ich mir das mal an hier. Kann man den gut gucken? Hier. Ja, doch. Löst jetzt zweimal aus, aber ist, finde ich, gar nicht schlimm, oder? Weil es halt 3 Sekunden auslöst. Ich glaube, das ist der allgemein übliche Rhythmus dieser Dinger. Dann können wir das so lassen. Gefällt mir gut. Ich mache jetzt aber nochmal Pause, solange ich mich hier in diesem Risikogebiet aufhalte. Genau, und dann die Fackeln sind in Ordnung. Ich glaube, das kann man dann hier auch so stehen lassen. Bäume und so weiter kommen natürlich noch. Damit alles schön brennen kann. Und dann geht's hier in die Schraube rein und dann direkt in die Etage hier drüber. Hier müssen natürlich auch wieder Fackeln rein. Normale Fackeln, keine Angst, keine Flammenwerfer. Liebe Leute, ihr könnt hier ruhig mitfahren, wenn ihr wollt. So, dann kommt hier wieder... Hier zum Beispiel. Ja, also, ne? Hier. Auch hier nochmal eine, die so ein bisschen
vielleicht ein bisschen tiefer und ein wenig, ja, uns hier schon so entgegenspringt. Dann auch hier nochmal eine, die vielleicht so ein bisschen, ich sag's schon wieder so oft, bisschen, ne? Ich hasse es selber. Ein wenig in diese Richtung guckt. So. Ne, das ist ein bisschen zu weit. So. Hier reichen drei, oder? Ja, wartet mal. Ich setz vier hier rein, mach die ein bisschen enger zusammen. So, einmal hier. Die letzte dann hier so. Also wenn das hier nicht alles nach Abenteuer schreit, dann weiß ich aber auch nicht, oder? Da bin ich aber langsam schwer überzeugt von. So, die Fackeln sind gut. Und jetzt das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Ja, hier muss man natürlich gucken. Das Gleis scheint hier ein bisschen näher zu sein. Machen wir nicht ganz so extrem. Muss nur gucken, dass es auch irgendwie noch halbwegs hinhaut. Genau so zum Beispiel. Haben wir auch vier. Ah, ne? Ein hier, einen ganz außen schon mal, damit man sieht, wie weit das so geht. Und dann den nächsten machen wir hier etwas tiefer. Guck mal, das geht schon, oder? Vielleicht nur nicht ganz so steil hier in den Berg rein. So vielleicht. Hier nochmal ein Stück runter auch. Ja. Haben auch das beleuchtet. Ne? Schön. Jetzt geht's dann hier wieder hoch. Hier brauchen wir nicht leuchten. Außer unseren, ja, schäbigen Fahnenmast. Ja, das Ding, das hier, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und dann geht's direkt in den nächsten Berg rein. Hier haben wir dann einmal die Fahrt nach unten. Die deutlich länger ist als die anderen. Das machen wir auch. Ja. Und dann geht's hinten nochmal runter. Vielleicht kann man ja gucken, ob man hier noch Fackeln dazwischen setzt. Aber dann auch hier nochmal Vollgas rein hier. Bisschen reinfackeln. Hier zum Beispiel kann man direkt mal eine auf die Ecke setzen. So. Auch hier so ein bisschen angeschrägt, damit es nicht immer in den Berg reinhängt. Das wäre halt ziemlich doof. So, hier dann ein bisschen tiefer. Bin da jetzt hier an der Stelle auch, das ist mir wirklich wurscht, ob das jetzt hier gerade hängt oder sonst was. Ist ja, hat auch gerade so seinen Charme, finde ich, wenn es eben nicht so ist. Deswegen mache ich jetzt auch einfach mal so, wie geht. Ne? Nur wichtig ist natürlich, dass es dann immer so ein Stück tiefer geht. Logischerweise, weil sonst wäre es irgendwie blöd. Genau, dann machen wir zuerst mal diese Seite. Okay, die eine war hier. Die nächste wäre dann hier an dieser Stelle vielleicht ganz cool. Hier so, und hier unten geht es schon direkt in den anderen Schacht rein. Von der, bei der die Achterbahn nochmal durchfährt, wenn sie zurückkommt quasi. Jetzt brauche ich aber einmal hier, genau, machen wir es so. Machen wir ein Stück tiefer. Kreuz und quer, durchs Gebälk, aber finde ich auch voll in Ordnung. Genau, jetzt wird es hier etwas schwierig tatsächlich, denn hier ist halt keine Zwischenwand. Wie man vielleicht sieht, ich brauche mal ein bisschen Licht hier. Hat meiner Feuer? Dankeschön. Hier setzen wir dann eine hin. Hier so auf die Ecke direkt. Und die hier ein bisschen tiefer. Und dann so hier ran. Reicht eine? Machen wir noch zwei, passt auf. Einmal hier. Und eine hier hin. Hat vier gebracht. Toll. So. Hätten wir die linke Seite eigentlich so gut wie abgedeckt, oder? Das heißt, ich setze hier zwischen noch eine. Einfach so auf den Boden. Geht das so? Ich denke schon.
Ja, hier ist das mit dem Loch in den Felsen, finde ich auch ganz cool. Sieht man jetzt halt zwar nur Achterbahn, aber so schnell wie man hier vorbeirast, ist es auch egal. Genau, und dann mache ich jetzt noch die andere Seite dieser kleinen Höhle. Dann geht's nämlich hier los. Es geht ja schon wieder los hier, ne? Nein. So, dann geht's hier los. Kommt hier so ein Ding hin. Gleichen Maße nochmal hier eins. Und hier bietet sich das auch sehr an. So, dass es hier so ein Stück im Raum steht. Cool. Alles klar. Wobei, wisst ihr was? Hier kriegen wir auch noch einen hin. Gut. Hier wird es jetzt halt auch wieder schwierig. Dann würde ich die nächste hier unten reinhauen. Ganz unten an den Boden. Also so ungefähr. Wenn es tiefer in den Stollen geht. Das passt ganz gut. Genau, und dann den Rest hier nochmal an der Wand entlang. So, die können wir mal wieder einfach, die setzen wir einfach mal wieder gerade hier rein. Weil wir faul sind, ja. Nein, weil es einfach passt. So, das ist auch cool. Könnte noch ein Stück runter. Was wie das Ding hier. Na komm schon. Wo bist du? Na dann hier hin. Geil, komm. Wir wollen ja nicht wieder päpstlicher sein als der Papst. Ihr wisst alle, wir können das. Ich kann das gut. Aber heute mal nicht. Cool. Dann haben wir das ausgeleuchtet. Zumindest die eine Hälfte der Höhle. Und hier unten mache ich jetzt noch zwei auf den Boden. Eine hier. Ja, nein, eine hier. Und auf der anderen Seite eine hierhin. Wie weit fährt die Achterbahn denn hier? Weißt du was, da machen wir noch eine direkt. Hier. Und eine hierhin. Eine schwebende. Wie auf der anderen Seite. Gott sei Dank, dass ich das nochmal erleben darf, dass nicht sofort die Achterbahn ausgewählt wird. Ist es fast wieder passiert? Egal. Warum? Hä? Ja, irgendwas stimmt doch hier nicht. So. Cool. Das ist der nächste Teil, wo die Achterbahn nochmal Richtung Boden ist, also sich bewegt. Dann geht's hier lang und auf der gleichen Bahn geht's auch hier unten nochmal rein. Das machen wir jetzt auch noch fertig und dann ist es für heute, glaube ich, schon erstmal wieder halbwegs, haben wir schon wieder mehr gemacht, als wir sollten, ne? Aus Feierabendbierchen verdient hier. Wie konzentriert man sein kann, wenn man Fackeln baut, oder? Auch selten erlebt. Ja. Haben wir jetzt mal uns ein bisschen einfacher gemacht, aber wer achtet drauf, ne? Die Leute, die schießen hier vorbei mit einem Tempo, das kann sich ja keiner denken. Also das juckt die doch nicht, wo die Fackeln hier hängen. Ja. Dann aber auch auf dieser Seite noch. Und dann sind wir ganz gut aufgestellt. Ganz am Ende der Bahn kommt ja nochmal dieser kleine Tümpel, ja, wo das Wasser hochgeschleudert wird. Da sollten wir natürlich auch nochmal schauen, dass man da alles so weit schick hat. Aber dann. Aber dann. Finde ich schön. Und hier kommt auch noch eine hin. In der Mitte ist dann eine, dann trifft sich das. Perfekt. Guck mal. Und dann würde ich hier zum Abschluss aber auf diese Seite noch hier nochmal eine hin tun. Die kann ruhig gerade gebaut sein. Ist auch gut. Cool, die Höhlenteile sind ausgeleuchtet. Und dann haben wir nur noch hier so diesen kleinen Flussteil. Oder was auch immer das hier sein soll. Ja, da setze ich jetzt auch noch ein paar drumherum. Ist jetzt halt irgendwie kein Camp oder so.
Aber so, dass man hier nochmal ein bisschen was sehen kann. Und das irgendwie alles auch einfach schön aussieht. Dass wir dann hier vielleicht nochmal so ein Tierchen reinbauen. Das klassische Nilpferd in der Achterbahn natürlich. Das kann man sich ja dann alles noch überlegen. Dass hier noch ein bisschen was gefüllt wird. Aber sonst bin ich zufrieden, glaube ich. Hier, guck mal, dann packen wir dem aber auch nochmal ein, zwei Fackeln hier hin, damit es nicht allzu trostlos aussieht hier in dieser Ecke. Ich glaube, jetzt bin ich froh und happy und glücklich. Und ja, machen wir nochmal Start. Jetzt kann man sehen, okay, wir haben hier soweit unsere Gebiete abgesteckt. Hier fährt gerade auch ein Wagen hoch, den kann man ja einfach mal verfolgen und nochmal so gucken. Wir fahren jetzt auch durch, da kommt das Wasser, ist doch herrlich. Und hier wird man dann gerade nochmal so von der Schlange verschont, das ist auch schön. So, die kommen jetzt hier hoch und fahren direkt im Kreis erstmal runter. So. Wunderbar. Dann geht's hier lang in den kleinen ersten Tunnel und nochmal hoch und weiter, wo einem hier Feuer um die Ohren geballert wird. Hier hoch in den Kreisel. Hier geht's dann durch. Dann, wie läuft es dann? Ah, hier lang. Einmal hier durch diesen kleinen Schacht durch. Ah, ich häng fest. Ich steck im Berg. Mensch. Dann geht's hier runter. Einmal nochmal so eine Schraube quasi. Hat allein wegen den ganzen Schienen schon so ein bisschen was von, hat schon deswegen ein bisschen was von so einem groben Schacht, oder? Von so einer Mine? Klar, ich meine, Schienen liegt nah. Aber langsam, es leuchtet alles schön, es ist schön anzusehen, finde ich. Es fehlen natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, aber dafür haben wir noch genug Zeit. Ich freue mich jedenfalls, dass es endlich alles weiterhin Gestalt und Form annimmt. Und wenn ihr euch genauso freut, ja, und auch Spaß dran hattet, dann lasst doch liebend gerne ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann gucken wir beim nächsten Mal weiter, wo uns das alles noch so hinführt. Aber ich bin da guter Dinge. Ich freue mich sehr drauf. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bleibt geschmeidig. Haut rein. Ciao.